Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute schauen wir uns einmal an den Paragraphen 6, 22 im BGB. Wenn Sie das andere Video Struktur im Arbeitsrecht schon gesehen haben, dann wissen Sie, das BGB ist grundlegendes Recht. Im BGB ist der Dienstvertrag geregelt und der Arbeitsvertrag ist ein Dienstvertrag und im 622 ist geregelt die Kündigung, genauer gesagt die Kündigungsfristen. Das ist also ein ganz wichtiger, sehr grundsätzlicher Paragraph, nicht nur im Arbeitsrecht, sondern generell in unserem BGB, aber natürlich auch vor allem im Arbeitsrecht. Und diesen 622 BGB, den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Hier habe ich einfach mal bei Google das eingegeben und bekomme dieses Ergebnis. Und schauen Sie auf die Überschrift zunächst mal, 622, Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen. Darum geht es, Kündigungsfristen. Und die meisten Menschen fangen jetzt an zu lesen hier. Und ich sage immer, wahrnehmen, nicht lesen. Und das will ich Ihnen mal zeigen, was das heißt. Wahrnehmen, nicht lesen. Paragraph 622 BGB. Es geht um Kündigungsfristen. Zunächst einmal können wir wahrnehmen, dieser Paragraph hat 6 Absätze. Der Absatz 2 ist relativ lang, deswegen lasse ich hier ein bisschen Platz. Sechs Absätze. Und das nächste, was wir erkennen können, ist, zwischen den ersten 3 Absätzen und den zweiten 3, also zwischen 1 bis 3 und 4 bis 6, ist eine Trennung in dem Sinne, dass es hier heißt, von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen. Das heißt mit anderen Worten, die ersten 3 Absätze kümmern sich um die Grundsätzlichkeiten, und die Absätze 4 bis 6 um die Ausnahmen. Das ist schon mal ganz wichtig, strukturell zu unterscheiden. So, also hier sind die Grundsätze geregelt in den ersten 3 Absätzen. Und in Absatz 1 geht es um die Kündigung durch den Arbeitnehmer. Im Absatz 2 geht es um die Kündigung durch den Arbeitgeber. Wichtiger Unterschied. Was ist, wenn der Arbeitnehmer gehen will? Was ist, wenn der Arbeitgeber will, dass der Arbeitnehmer geht? Wichtiger Unterschied. Und das dritte ist die Probezeit. Und die Grundregel für eine Kündigung durch den Arbeitnehmer, wohlgemerkt durch den Arbeitnehmer, lautet 4 Wochen und zwar zum 15. oder, wenn das nicht klappt, zum Monatsende. 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Das ist die Grundregel, wenn der Arbeitnehmer gehen möchte und er nicht in seinem Arbeitsvertrag eine abweichende Regelung hat. Das sind die Ausnahmen, die hier kommen. Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber sieht das schon ein bisschen anders aus. Schauen wir noch einmal hier. Was steht da im Absatz 2? Oh, das sieht kompliziert aus. Da haben wir eine Staffelung. 1. bis 7. Also offensichtlich bestehen längere Kündigungsfristen, wenn der Arbeitnehmer länger da war. Es geht hier bei 2 Jahren los und bis zu 20 Jahren. Und es geht hier los bei 1 Monat bis 7 Monate. Aha, das ist wieder eine wichtige strukturelle Sache. Wenn der Arbeitgeber, also dem Arbeitnehmer, kündigen will, dann finden wir hier diese Staffelung. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Und es geht bis maximal, schauen wir nochmal, es geht bis maximal 7 Monate. Also es geht hier von 1 Monat bei 2 Jahren bis zu 7 Monaten bei 20 Jahren. 2 Jahre ergibt 1 Monat Kündigungsfrist, 20 Jahre 7 Monate. Aber Details braucht man hier nicht zu lernen, dafür hat man ein Gesetz und kann nachschauen. Und in der Probezeit schauen wir,
Was gilt in der Probezeit? Während Absatz 3 einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von 6 Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden. Was heißt das? Dass man in einer Probezeit, die längstens 6 Monate sein darf, kündigen kann mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen, und zwar bis zum letzten Tag der Probezeit. Man kann auch am letzten Tag der Probezeit die Kündigung aussprechen, und dann haben wir hier noch eine Kündigungsfrist von 2 Wochen. Ist also nicht etwa 2 Wochen vor Ende der Probezeit, nein, am letzten Tag der Probezeit, das heißt nämlich während einer vereinbarten Probezeit, am letzten Tag ist man noch während einer vereinbarten Probezeit, kann man mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen kündigen. Das waren die Grundsätze, die Ausnahmen schauen wir uns dann später an. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ibe.